So Leute, da bin ich wieder, MC Arschel, und heute nehmen wir mal unsere Powerstation, die wir beim letzten Part hochgeschossen haben, und bauen daraus die Keyframe Mining Station. Zuerst müssen wir das hier separieren, dann können wir diese Dinge abnehmen und andere Seite können wir es gleich abnehmen, weil da gab es ein paar Probleme mit dem Bauen. So, dann kommen diese Dinger erstmal weg. Dann kommt ganzen Solardinger weg. Genauso die ganzen Batterien. Denn dafür haben wir ja unsere Powerstation. Jetzt das andere Seite noch entfernen. Und ja, falls sich jemand fragt, wo der Download der letzten Parts geblieben ist, den habe ich gerade eben, was heißt gerade eben, heute früh, habe ich den hochgeladen. Weil Miss, wie gesagt, ich musste das gestern noch berichten. Ich hatte gestern aber auch noch was vor, weil gestern war ja Männertag, wie gesagt. Und deswegen hatte ich da noch ein bisschen was vor. Und deswegen kam der erst heute früh. So, das kann eigentlich so bleiben. Können wir den da wieder... Können wir den da nicht ransetzen? Blöd jetzt. Den können wir da nicht ransetzen. Das ist aber blöde. Hab ich den da nicht abgemacht? Problemchen. Kleines Problemchen. Wie mache ich das denn jetzt? Den kann ich da nicht dran setzen. Erstmal mache ich Folgendes. Ich mache wieder das an. Ich mache das an. Wieder weg. Und jetzt geht's da auch ran. Also das passt. Dann, was eine Keyframe Mining Station ist. Kommen da natürlich auch Keyframe Miner ran. Ich glaube, Symmetrie hilft hier auch nicht. Doch, ist aber ein bisschen schief irgendwie. So, jetzt sollte es eigentlich passen. Kommt hier das zweite Modell hin. Oh, doch so rum. Oh ne, ist doch schief. Das sollte jetzt passen. Mal gucken, ist das Ding auch nach unten? Wenn man da genau ranzoomt, sieht man den Bohrer. Die sind nach unten. Ist ja nicht, der ist nach oben. Doch, also Symmetrie kann ich da schon mal nicht anwenden. Wäre auch zu schade gewesen. So, ich kann da jetzt das Ding eigentlich hier kopieren. Daneben ranfügen. Also auf jeden Fall sollten wir hier genug Keyframe abbauen. Sollten wir ja. Gerade am Überlegen, ob wir das nicht so machen. Ja, dass die Rakete mal runter, das Ding so ab, das Ding hier rausnehmen. Und da sind schön fetten. Warte mal, ich glaube, der wäre zu viel. Ah,
Also sei mal so ein kleines Modell. Das sollte eigentlich dann schon für so ziemlich alle Zwecke, die man da auf dem Mond formen könnte. Das sind 8000, das Ding ist das Doppelte davon. Also sollte es eigentlich reichen. Jetzt kommt da eine Seite unten und oben so ein Ding ran. Ist der jetzt oben und unten eins? Jo. Symmetrie mal weg. Huch, jetzt passt es nicht mehr. Hallo? Ich möchte nur... Ach ja, geh da ruhig da hoch. Kann jetzt nicht mehr die Rakete irgendwie... Wie ausgeblendet. Es gibt nur noch dieses Scheißmodell. Aber jetzt... So, das ist da dran. Könnte man dieses Stück hier eigentlich auch entfernen. Jo, passt doch. Wie eins. So, oben halt dann den Tank, den wir da hatten. So ein schöner Tank hier. Und halt dieses SAS. Und also Advanced SAS und das einfache und ein Docking Port. Ja, dann hätten wir das jetzt schon mal soweit. Jetzt erstmal die Dinger schnell weg. Das noch mal ein bisschen so. Das lassen wir erstmal weg, das mache ich nachher dann gleich wieder. Mal kurz einen Blick auf die Zeit werfen. Jo, passt noch. So. Dann kommen jetzt aber die Keyframe Miner. Hier sind sie. Ja. So. Ist der auch gerade? Sieht zumindest gerade aus. So. Kommt hier jetzt der zweite ran? Und dann der dritte. Gott, ist denn das so schwer? Warte mal, andersrum. So. Ach, das ist doch scheiße hier. Ah, geht auch. Das ist ja auch Müll hier. Kann ich hier bloß drei oder vier von diesen Mining-Stationen ranmachen, wa? Das ist ja Müll. Na gut, ich habe ja zwei Seiten. Und dieses Engel... Snap, das sollte doch möglichst drin bleiben. Das ist zu dicht dran, das ist...
mir jetzt auch eigentlich persönlich egal, ob die da irgendwie schief sind. 1, 2, 3, 4, 5, naja, 10 so eine Bohrer. Das heißt, ich kriege 12,5 Liter die Sekunde. Und das heißt auch, ich habe 80. 80? Ja. Könnte. Sollte die Station drüben eigentlich aushalten. Das ist doch schief. So, zack. Halt schief. Also woran ich das vorhin erkannt habe, dass das eine schief war, an diesem Aufkleber da unten, der ist nämlich immer da, wo man abbaut. Man kann es auch nochmal nachkontrollieren. Hier unten, keep clear. Und hier unten sieht man den Bohrer, also nur, wenn man jetzt nicht genau ranzoomt, kann man es einfach an dem Aufkleber erkennen. So, 3, das heißt, hier kommen nur 2 hin. Jetzt noch einer. Jo. Das passte. Dann kommt dieses hier wieder. Diesmal auf den Tank. Jo, das passte. Das passt. Dann Groups, glaube ich, haben sie ja dann auch übernommen. 2D, 3D. Machen wir 5. Toggle. 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 Das sage ich jetzt nicht bei jedem hier. Auf jeden Fall schön darauf achten, dass man da auch alle mitnimmt, die man in der Gruppe haben will. Das passt. Das passt. Dann können wir das erstmal speichern. Zurück zu Parts gehen. Und weiterklicken. Also wir haben 10 von diesen Bohrern. Powerstation haben wir oben. Dann fehlt hier jetzt noch ein bisschen. Control. 4 Stück. Achso, ja. Das muss man ja jetzt wieder auf anderen Wege machen. Das daran. So, dass es immer mit den Command-Dingern in eine Richtung zeigt. Dann funktioniert auch das Ding hier. Dann wieder mal ein bisschen mehr davon. Mitgeben. So, das passt. Was anderes brauche ich ja da eigentlich nicht. Nee. Das ist wirklich am Tank, ja. Doch, ja. Gut, dann haben wir die Folge auch fast wieder gemeistert. Ach hier, damit das da drin nicht so rumwabbelt, gehen wir das Ding mal daran. Gehen hier auf Struktur, wollte ich sagen, klick daneben. Und wo ist denn das Ding? Da. Und machen das Ding an die Engines fest. So, jetzt ist es auch ringsrum. Die Engines werden da also festgehalten. Natürlich, wenn man sie abkuppelt, also absprengt, nicht mehr. Und ansonsten sollte eigentlich alles passen. Das heißt, wir können das Ding unten dran machen. Überall die Fuel Lines, das passt.
Dann noch mal das darüber. Das da. Das geht noch da rein. Aber vom Staging sollte eigentlich alles passen. Wenn nicht, werde ich es ja in der nächsten Aufnahme beim Test versuchen. Werde ich es ja dann mitkriegen. Dann werde ich das Staging nochmal überarbeiten, falls es nicht passen sollte. Ansonsten, so wie es eigentlich aussieht, sieht es gut aus. Und dann sollte es eigentlich passen. So, also. Wir haben einen Tank. Mining-Dinger. Passt. Ja, Folge zu Ende. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann einfach mal in eine Playlist gucken von KSP. Ich habe da eine Playlist. Einmal letzte Version, also 0.18.4 glaube ich. Und einmal die 0.19.1. Und ja, ich habe auch noch ein paar andere Projekte. Zum Beispiel habe ich gerade noch im Laufen Factorio, für die, die es nicht wissen. Einfach mal auf meinem Kanal vorbeigucken, wer will. Und ansonsten, wie gesagt, viel Spaß beim, was immer ihr auch gerade macht. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao.